Ein weiterer Fähigkeitenpunkt. War hier irgendwas? Nö. Ich glaube, mit der Schrotflinte zu schießen spart ein bisschen Muni. Die nehmen wir jetzt fürs Erste. Aber den Fähigkeitenpunkt, den werden wir jetzt schon mal reinsetzen. So, bitteschön. Ausweichkill. Und noch eine weitere Sache und wir sind als Killer richtig gut ausgebildet. Da vorne kommen wir auch noch durch. Mit dem passenden Pfeil. Tja, den wohl nicht. Tatsächlich nicht. Das ist ungewöhnlich. Sieht aber so aus, als wenn ich den brauche. Oh, und hier ist noch ein Wandgemälde, beziehungsweise eine Wandinschrift. Der Schlacht und all jene, die danach an Krankheit und Hunger starben. Ja, wir sind jetzt hier am letzten Ort. Und das können wir nur von der anderen Seite aufmachen. Das heißt, wir müssen einmal rumlaufen. Ich weiß nicht, ob es so rumgeht. Aber andersrum bestimmt. Ja, hier fallen wir nur runter. Da haben wir richtig die A-Karte. Wenn wir da runtergehen. Da vorne sieht es so aus, als wenn noch weitere Leute dastehen. Und auf uns warten. Ja, Kräuter kann ich auch gebrauchen. Wir werden uns noch ganz oft heilen müssen. Ganz besonders beim Endboss-Kampf. Da habe ich auch richtig Respekt vor. Oh je, da geht's auch nur runter. Hier wird nichts sein. Guck mal auf die Karte. Ja, allzu viel ist hier nicht. Da hinten geht's noch rum. Ich glaube, wir müssen erst dort hinten hin. Das sieht so aus, als wenn da auch noch ein Katapult ist. Um dann hier die nächste Mauer durchzuschießen. Wir können aber schon mal auf den Vorplatz gehen. Eventuell finden wir da noch was. Panzerbrechende Pfeile. Die haben wir nicht umsonst bekommen. Wo sind die denn jetzt alle? Aua. Da. Okay, die Panzer machen wir damit schon mal kaputt und da müssen nur noch die Leute selber dran glauben. Oh oh. Sterbt. 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 Er ist zwar langsam, aber bestimmt. Das ist das Problem. Press ihn raus, press ihn raus. Oh. Hin. Ja. Sehr gut, mit einem Pfeil. Gibt's nicht. Ich treffe nicht. Bin zu dumm. Zweiter Kopftreffer. Oh, da kommen noch mehr. Gut, ganz ruhig. So ist gut. Alles einsammeln. Ich brauche Muni. Oh, da kam schön viel nach. Guti, brauche ich sonst noch irgendetwas? Uah. Nö. Alles mitnehmen. Das könnte alles Muni sein, die wir brauchen. So, weiter geht's. Wo sind die restlichen? Du bist nur noch. Haben wir alle? Es ist zumindest ruhig. Die Kammer der Seelen liegt hinter diesem Tor. Ich brauche nur ein weiteres Katapult. Ja, und ich weiß, wo wir das kriegen können. Aber davon ab, wir müssen sowieso erstmal gucken, ob wir irgendwas sammeln können. Tor, Durchbruch. Guck dich mal hier um, es ist sehr hell. Oh Gott, da glühen mir die Augen schon fast. Augen werden ganz warm. Auch schön. Mehr ist hier nicht. Scheint auch nirgendwo irgendetwas rumzuliegen.
Selbst Kräuter können wir nicht mitnehmen. Erz nehme ich mal mit. Auch nicht. Okay. Dann benutzen wir mal das hier. Du hast nicht viel Zeit, Lara. Du musst die Quelle vor ihnen erreichen. Ihr könnt nichts mehr tun. Bringt euch in Sicherheit. Keine Chance. Du brauchst uns ebenso sehr wie wir dich. Wir überleben gemeinsam oder sterben allein. Geh jetzt. Ja, wenn wir darüber schon entscheiden müssen, können wir das bitte zu einem anderen Zeitpunkt machen. Ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Muss nämlich gerade mal gucken. Hier sind ja bestimmt noch weitere Statuen, die ich kaputt machen kann. Oder? Das ganze Ding muss zerstört werden. Okay. Ansonsten gibt es keine weiteren Statuen. Wenn, dann sind die woanders. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Erstmal machen wir das hier auf. Endlich. Jetzt kommen wir jederzeit hier durch und auf die andere Seite. Wofür auch immer. Vielleicht ist da was Besonderes. Ich sollte mal hingehen. Lauf rüber, Püppi, bevor du hinläufst. Einmal kurz hier gucken. Wir können uns darüber schwingen. Ah, aber nur, wenn wir drüben sind. Okay, später. Hopp. Gut gemacht. Guck dich hier ganz in Ruhe um. Jederzeit könnte irgendwas rumliegen, so wie dieses Relikt da vorne. Und ein Päckchen. Ein geschnitztes Holzrelief, das den Propheten von Kitesh zu zeigen scheint. Es ist recht abgenutzt und beschädigt. Es ist nicht aus Holz aus dieser Gegend. Man kannte den Propheten nicht nur hier. Wahrscheinlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat man auch das Holz importiert. Püppi, wäre ja nur logisch. Da ist nichts. Aber immerhin, das Relikt haben wir gefunden. Dann weiter. Zurück. Ja, du bist gut. Wir können jetzt auch jederzeit hier hoch. Das ist super. Da kommen wir nicht weiter. Dann müssen wir uns jetzt wirklich einmal hinten rumschwingen. Auf geht's. Ich weiß zwar nicht, wo du hin willst, aber ich mache alles mit. Sehr schön gemacht. Dann den Weg hier frei machen. Dann können wir jederzeit rein und raus. Wunderbar. Anschließend geht's hier rüber. So ist gut. Okay, noch ist alles in Ordnung. Wir müssen das Ding hier irgendwie zu uns bringen. Also einmal ziehen. Bevor wir das auslösen, nochmal hier gucken. Hier liegt nämlich noch ein Dokument. Nee, eine Karte. Noch viel besser. Ich muss nach oben auf den Turm, weil das Eis ist im Weg. Nein, ist es nicht. Jetzt nicht mehr. Na also, geht doch. Tordurchbruch. Zerstören Sie das Tor mit Hilfe des Katapults. Machen wir gleich. Ich muss bloß einmal kurz was gucken. Da haben wir noch ein Relikt. Oh, und hier hat sich auch noch ein Dokument und ein Relikt aufgetan. Aber wir sind bei 77%, also fast alles ist durch. So, dann gucken wir mal, dass wir mit dem Katapult jetzt auch den Rest kaputt machen können. Das müssen wir aber ganz schön weit drehen. Das können wir nachher noch zur Seite drehen, okay. Machen wir erstmal das da. Oh nein. Das ist ein Hindernis. Das muss ich aus dem Weg schaffen. Wieso ist da ein Hindernis? Wo kommt das her? Oh Gott, dafür muss ich da oben rauf. Okay, warte. Wir drehen das Katapult nochmal kurz zurück. Dann können wir nämlich rüberlaufen.
Schubidubidu, wapwa. So, dann laufen wir nämlich so rüber. Und zack. So, das hängt fest. Wie allerdings ein Pfeil das Ganze festhalten kann, frage ich mich bis heute. Achso, falscher. Falscher Knopf. Hat geklappt. Jetzt kümmere ich mich um das. Schön. Nein, jetzt kümmern wir uns erst einmal um das Feuer. Burn, Baby Burn ist abgeschlossen. Die zweite Herausforderung. Sehr schön. Ja, das müsste klappen. Tor Nummer 1. Tor 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Daneben. Nochmal. Letzte Chance. Vorbei. Gut, das Katapult hat sich erledigt. Das kann man nicht mehr verwenden. Dann brauchen wir jetzt das andere. Ja, nur noch ist leicht gesagt, Puppy. Wir müssen uns ja erstmal rüberhangeln da. Das wird gar nicht so einfach. Wie? Ach, da. Nee, ich muss die so erstmal ausschalten. Nummer 1. Der muss mal zur Seite gehen. Dankeschön. So, jetzt kommen wir wenigstens rüber. Okay, ist hier noch irgendwas versteckt? Nein. Zieh das Ding mal her. Und hopp. So ist gut. Okay, also bisher läuft alles. Das wird vielleicht nicht immer so sein, aber aktuell bin ich doch recht zufrieden mit unserer Situation. Hui. Wo sind wir denn jetzt? Achso, ich muss nach oben. Okay. Und wir sind oben. Ich hab doch panzerbrechende Muni, warum geht der nicht kaputt? Jetzt reicht's mir hier. Okay. Soweit ist alles erledigt. Muni mitnehmen. Tordurchbruch. Tordurchbruch. Brechen Sie das Eis vom Getriebe und feuern Sie das Katapult ab. Ach, das Eis vom Getriebe muss auch noch weg. Wo ist denn das Getriebe? Ach, das ist das Getriebe. Okay, warte. Dafür muss ich das Ding hier bitte einmal rumholen. So ist gut. Und dann muss ich von dort drüben einmal rüberspringen. Dann müsste das funktionieren. Habe ich noch irgendwas vergessen? Hier liegt bestimmt noch ganz viel rum. Ja, da vorne zum Beispiel. Ein bisschen höher. Es ist zu tief. Ja, okay. Es muss was geben, womit ich den Kranarm ausbalancieren kann. Schön, dass man solche Tipps immer wieder bekommt. Die Mongolenarmeen müssen vom Eis begraben worden sein, bevor sie die Hauptstadt angreifen konnten. Na, glücklicherweise. Stell dir vor, die hätten das erobert. Hätten wir jetzt Mongolen als Herrscher. So, aber irgendwo fehlt mir noch was. Da ist noch ein bisschen Erz. Ich hoffe, ich habe jetzt echt nichts vergessen. Gibt es hier oben noch eine Karte oder sowas? Nee. Muss Monate gedauert haben. Ah, wir sehen dort noch den großen Belagerungsturm.
Da auch, da auch, da auch. Ach, du ahnst es nicht. Es sind überall welche. Ja, mit allen Mitteln versucht die Stadt zu erobern. Okay, so, jetzt muss ich das hier irgendwie festmachen.